Hallo liebe Duftis, es ist wieder Unpacking Time und diesmal ist es, na, wer kennt die Tüte? Wohlfühlmomente. Ich bin schon super gespannt drauf. Also es duftet schon wunderbar aus diesem Paket raus und ja. Und fangen wir erstmal mit den Goodies an. Das erste Goodie ist Caribbean Escape. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal hatte. Ich glaube, ich hatte den von einer anderen Firma. Aber schnuppern. Ja. Also der riecht, ich will es nicht sagen, welche Firma, riecht genau wie von anderen Firmen. Also Kokosnuss, Ananas, wie so ein richtig leckerer, cremiger Cocktail. Der ist schon mal lecker. Dann Cherry Marshmallow, so ein kleines, ich glaube Moody's heißen die. Die sieht aber nicht sehr glücklich aus. Wahrscheinlich, weil er bald in die Duftlampe muss. Oh, der ist auch lecker. Richtig leckere Kirsche. Erinnert mich so ein kleines bisschen an so eine Kaugummi-Kirsche. Richtig süß. Also der ist auch voll nach meinem Geschmack. Dann Bubblegum und Pink Sugar. Oh, der ist auch lecker. Also ein richtig süßer Kaugummi-Duft. Ich stehe ja zurzeit irgendwie auf Kaugummi-Düfte. Und also für mich zum Glück riecht man den Pink Sugar nur ganz, ganz leicht im Nachhinein raus. Also ich finde den, ja, ich finde den lecker. Der gefällt mir auch. So, drei Goodies haben wir noch. Dann haben wir Mr. Blue Jeans. Sagt mir jetzt gar nichts. Riecht er nach sexy Mann? Oh, also der gefällt mir auch. Also er geht leicht in diese frische, ich sag jetzt mal Männer-Duschgel-Richtung. Ist aber nicht so wie diese typischen Männer-Duschgels, wo man sich immer, finde ich, so ein bisschen die Nase kräuselt, weil die so ein bisschen stechend sind. Der ist schön weich und richtig angenehm. Oh, der gefällt mir. Oh, dass mal so ein Duft in der Richtung mir gefallen würde. Wow. Also kalt geschnuppert gefällt er mir definitiv. Warm wird er auf jeden Fall auch getestet. Dann hat sie mir so ein super süßes Cupcakechen gemacht in der Duftrichtung Banana, der Kiwi Cake. Das ist bestimmt wieder meins, Banane und ich. Oh mein Gott, ist der lecker. Der ist richtig lecker. Also er riecht nach Bananen, nicht so sehr nach dieser künstlichen Banane, sondern eher nach so, ich sage es mal, nach richtiger Banane, aber die schon ein bisschen länger liegt. Und hat aber noch so was kuchig-keksiges hinter. Oh, ist der geil. Oh, das ist genau meins. Also, wow, traumhaft. Danke, Doris. Wow. Oh, den, oh, ich bin hin und weg. Dann hat sie mir noch Pink Marshmallow mit Macadamia Cookie. Ist das ein neues Öl-Macadamia Cookie? Das kenne ich ja noch gar nicht. Ich hole euch das mal raus. Richtig süß mit diesen Herzdeleinchens drin. Oh, der Duft ist auch sehr lecker. Hat einen ganz kleinen Touch. Ich hoffe, es verfliegt von Karamell. Also dieses Maggi, aber nur ganz, ganz leicht. Sonst riecht es eigentlich wirklich nussig. Und dieses Pink Marshmallow riecht sehr süß noch dabei. Also kalt geschnuppert, okay. Warm wird es auf jeden Fall nochmal getestet.
Aber dieser Daiquiri, der ist der Hammer. Kriege ich eine LKW-Ladung zu mir nach Hause, Doris, bitte. Ja, so, jetzt kommen wir erstmal zu meiner Bestellung. Ich hatte Customer bestellt und was aus dem Shop bestellt. Ah, ich hatte mir eine Duftlampe bestellt und das ist auf jeden Fall das Oberteil zur Duftlampe. Also das Schälchen dazu. Das sieht schon mal so aus. Nee, das sind die Karten. Es fällt alles raus. Hier ist es, glaube ich, drin. Mal gucken, wie ich es rauskriege. Oh, die ist zuckersüß. Wartet mal. Da sind so Püfferchens drin. Also diese hier. Die fliegen mir gerade alle um die Ohren. Egal, ich lasse das jetzt liegen. Also, das ist die Duftlampe. Richtig süß mit diesen Vögelchen. Dann kommt noch natürlich noch, wo das Teelicht reinkommt. So, machen wir einmal Bastelstunde. Und die Schale kommt oben drauf. Und seht euch mal an, wie süß das ist. Das ist so voll niedlich. Der ist richtig, oh. Der ist viel, viel zu schade, um den einmal anzubrennen. Wirklich zucker, zucker süß. Der ist echt. Ich glaube, das wird meine neue Duftlampe für die Aufgebraucht-Videos, weil der so süß ist. So, ich stelle den mal in die Ecke. Der gefällt mir schon mal. Dann kommen wir mal zu meiner Bestellung. Ich hatte mir Soapcake bestellt, so ein wieder zuckersüßes Mäuseleinchen. Der ist auch lecker. Riecht wie eine, ich sage jetzt mal, Gesichts- oder eine Körpercreme. Ganz leicht parfümig, sehr zart, sehr cremig und hat ganz leicht einen Hauch was Blumiges hinter, würde ich sagen. Aber nur ganz, ganz leicht. Also der gefällt mir auch. Das ist definitiv für mich ein wunderschöner Duft, den ich, wenn es wärmer ist, auf jeden Fall verdüfteln werde. So, ups, ist es wieder dahinter gefallen. Ich hole das nachher raus. So, noch ein Mäuschen. Nochmal Soapcake. Habe ich mir zweimal Soapcake bestellt? Ich muss mal auf die Rechnung gucken. Ich weiß schon wieder nicht, was ich alles bestellt habe. Nein, ich habe nur einmal Soapcake bestellt. Naja, jetzt habe ich zwei Mäuschens. Fall auch voll süß. Ich hoffe nicht, dass du den aus Versehen reingetan hast, dass den irgendjemand fehlt. Also Duft ist genauso schön wie bei dem anderen. Richtig lecker. Diese Mäuschen sehen echt schön aus. Und auch diese Farben ist wieder genau meins. Dann noch ein Mäuschen in Sensuous. In so einem hübschen Orange. Aprikot ist ja kein richtiges Orange.
Also es geht auch leicht in die frische, cremige Richtung. Hat auch wieder was Blumiges hinter. Ist aber, also er gefällt mir nicht so gut wie der andere. Der andere ist noch zarter, weicher, pudriger. Und der ist ein bisschen blumiger. Also er gefällt mir auch, aber die anderen gefallen mir ein bisschen besser. Und nicht um blumig zu beschreiben, tut mir leid, ich bin da wirklich überhaupt nicht gut drin. Dann habe ich eine, ich glaube, das war meine Customer-Bestellung, ein Herzchen in Fresh Orange. Oh ja, auch richtig leckere, frisch aufgemachte Orange. Ist auch wieder ein toller Duft. Also die stelle ich mir auch super vor, wenn es so, ja, jetzt würde ich den glaube ich auch, aber auch wenn es im Sommer richtig schön warm ist, ist er so ein richtig schöner, erfrischender, fruchtiger Duft. Ich traue mich nicht richtig hinzustellen, nicht, dass mir das nächste Teil hinterfällt. Dann habe ich mir Paradise Punch bestellt. So ein leckeres, aber sieht fast aus wie so eine Praline zum Reinbeißen. Der ist auch lecker. Also er geht auch so schon auch in die orange Richtung. Ist aber vom Duft her sehr intensiver. Der andere war so ein bisschen zarter, ein bisschen, ich will es nicht frischer sagen, aber so ein bisschen zarter. Der hier ist sehr, sehr fruchtig. Riecht so einen ganz leichten Hauch schon ins Künstliche hinein, was ich jetzt nicht schlimm finde. Ich mag das wirklich gerne. Es erinnert mich an irgendwas. Nimm zwei oder so in der Art. Ach, noch an irgendwas anderes. Also so eine Art wie Nimm zwei die Orangenbonbons. Daran erinnert er mich. Jo, geht's weiter. Dann hatte ich mir noch Melon Ball Fits bestellt. Der ist auch toll. Oh. Och Mensch, jetzt bereue ich, dass ich so wenig davon genommen habe. Oh, der macht sich bestimmt auch super mit Salty Sea Air. Pamela hat mich voll angesteckt mit Salty Sea Air. Da kannst du alles mitmischen. Also er riecht schon nach Melone. Ich würde jetzt sagen, so in die Honigmelonen-Richtung. Aber sehr frisch und sehr lecker. Also er riecht. Oh, mir läuft ja schon wirklich das Wasser im Mund zusammen. So authentisch riecht der. Oh, der ist lecker. Der ist lecker. Wirklich genial. Und Endless Weekend. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bestellt habe. Ich muss mal gucken. Ja, den hatte ich mir bestellt. Ich wollte eigentlich nur meine Customer abrufen, ich habe im Shop gesehen, dies, das, klickte, klickte, klick, einfach alles rein, was mir gefallen hat. Also das ist auch so ein schönes grünes Mail. Also man merkt langsam, dass es so in die wärmere Richtung geht. Es kommen jetzt wirklich so schöne, zarte, fruchtige, erfrischende Düfte. Das ist auch so einer. Er riecht leicht pudrig, auch parfümig, hat aber sowas, ich glaube, es ist nicht drin, aber sowas leicht Gurkenartiges mit drin. Aber der gefällt mir auch. Oh mein Gott, ist der geil. Oh, der ist der Hammer. Aber ich muss im Shop gucken, ob es das noch gibt und wenn nicht, in die Kasten mal eintragen. Das ist ja mal geil. Ich denke jedes Mal bei jedem Paket, also besser geht es nicht. Aber du überraschst mich jedes Mal aufs Neue. Das ist
Oh, ich komme gar nicht im Schwärmen heraus, also. Ja. Weiter geht's. Dann habe ich mir ein Nini noch bestellt in Kaktus und Sea Salt. Oh ja, das ist auch. Oh. Also man riecht wirklich schön diesen Kaktus aus, was schön saftiges, grünes, sage ich jetzt mal. Und dann noch dieses Seesalz hinterher, richtig lecker, richtig genial. Den finde ich auch toll. Stellen wir mal das Nili dahin. Schön stehen bleiben, nicht umfallen. Dann, das ist eine Customer Order, Coconut Chocolate Amis Friendship Bread. So ein süßes Herzilein. Ich hatte den ja schon mal gehabt, ich weiß gar nicht, als Tafel, als Clamshell, Herz, ich glaube als Herz. Also richtig, man riecht das erst richtig schön, diese leckere dunkle Schokolade. Danach kommt dieser Kokosnuss und im Nachhinein dieses Amos Friendship Bread. Ich glaube, das ist dieses Weißbrot mit Rosinen drin, ne? Also gefällt mir auch. Richtig lecker. Und dann auch wieder ein wunderschönes Melt Pink Sands. Das sieht so aus. Auch verschiedene Farben. Wow, genial. Das hat ja Jana schon im Video gesagt, wie du das hinkriegst, dass da oben das heller ist und dann das so durchscheint. Und oh, einfach wirklich, du bist eine Künstlerin. Ja, und es riecht genau wie Pink Sands von Yankee Candle. Also ein parfümiger Duft, der aber auch leicht pudrig ist. Ich weiß gar nicht, was dahinter noch ist, ob das ein bisschen Moschus ist oder so. Oh, der ist lecker. Der ist genial. Also, wow. Ach, ich bin hin und weg. Dann hatte ich Abrazio, ich hoffe, ich ja schon, oder Abracio, nee, Abrazio heißt das bestimmt, bestellt. Auch, oh, sieht euch mal das an, wie geil das aussieht. Das ist auf jeden Fall ein fruchtiger Duft, würde ich jetzt sagen. Also der geht in die Fruchti-Richtung. An was erinnert mir der mich denn? Hat auch wieder was kuchig-keksiges mit dabei. Aber mir fällt das jetzt nicht ein. Wenn er, ihr müsst noch mal im Shop gucken, da steht genau beschrieben, wie der heißt, was für Düfte da drin sind und auf jeden Fall kuchig-keksig. Oh, an irgendwas erinnert er mich. Mir fällt das wirklich gerade nicht ein. Und dann hatte ich mir noch Summer Boardwalk geholt. Auch so ein schönes Melt. Oh. Der hat, glaube ich, Karim. Entschuldigung, Maggi-Karamell drin. Ja, der hat also leicht Maggi-Karamell drin. Und also das rieche ich auf jeden Fall raus. Weiß ich nicht. Also ich rieche nur dieses Karamellartige raus. Nee, also das ist der einzige, der mir bis jetzt nicht gefällt. Ich werde den auf jeden Fall testen. Getestet werden muss immer alles. Dann hatte ich ein Herzilein in Hot Cocoa, Cinnamon Dust und Toasted Marshmallow.
Also ein schöner Duft für den Winter, für den Herbst. Richtig leckere heiße Schokolade mit einem Hauch Zimt drin und lecker süßen, klebrigen Marshmallow. Auch sehr lecker. Und dann hatte ich Blackberry Jam Butter Cookie, Cotton Candy Frosting und Vanilla Sugar Waffelcone. Auch wieder ein. Oh, diese Farbe ist ja auch wieder geil. Ich wollte gerade sagen, fast passend zu meinem Nagellack, aber mein Nagellack ist ein bisschen heller. Aber ich habe meine Liebe für Blackberry Jam Butter Cookies entdeckt. Also richtig süße, leckere. Blackberry ist ja Schwarzbeere. Die Schwarze? Nee, das ist ein Brombeere bei uns, ne? Brombeere. Richtig lecker, kuchig, keksig, leicht vanillig mit drinne. Und für, ehrlich gesagt, von Cotton Candy und Vanilla Sugar Waffelkuchen rieche ich jetzt gar nichts raus. Ich rieche jetzt hauptsächlich diese Blackberry Jam Butter Cookie und der ist so lecker. Der ist richtig lecker. Dann Cantaloupe und Kurkuma Splash. Dieses hier. Ich stehe zurzeit irgendwie auf Melone und Gurke. Sowas in die Richtung finde ich echt toll. Oh, richtig lecker. Richtig leckere, frische Melone. Ich glaube, das ist Cantaloupe, ist das Honigmelone oder so? Und dann noch diese Gurke hinter. Oh, ein super toller Duft. Also wirklich, also der erinnert mich so an Sommer, an Swimmingpool-Zeit irgendwie. Ich finde den wow. Lecker, lecker. Dann habe ich Mango Papaya. Auch ein wunderschönes Herzchen. Oh, der ist auch lecker. Also man riecht beides gut raus, die Mango und die Papaya. Eine richtig schöne Kombination und also riecht wie Mango und Papaya. Auch lecker. Das könnt ihr ja heute einen Obstsalat irgendwie aufmachen. Och. So, weiter geht's. Ach, jetzt habe ich mir noch Bärchens bestellt gehabt. Einmal habe ich Freckles, auch so ein süßes Bärchen mit 1, 2, 3, 4 Schichten. Wow. Sieht ja aus wie so ein Regenbogen. Oh Gott, also der wird schwer zu beschreiben sein. Also im ersten Schniff hat er definitiv was Herbes. Dann kommt aber irgendwas Fruchtiges dahinter, wie so Gummibärchens. Und je länger ich dran schnupper, desto besser gefällt er mir. Also wer es nicht jetzt dran schnuppert, der riecht er für mich wie ein Gummibärchen. Also ich finde den lecker. Und süß. Schweinebär ist das, glaube ich. Ne? Dann habe ich mir noch den Poolboy bestellt. Ich bin ja mal gespannt. Da ist, glaube ich, was mit Tanne drin oder so, ob der mir gefällt. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer. Einer hat geschrieben, der Poolboy ist so toll. Sie liebt den über alles. Da dachte ich, okay, du testest einfach mal. Gott. Der erinnert mich wirklich an Pool. Hat so was leicht Männliches dahinter. Ich finde jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ob da Kiefern drin war oder Tanne oder was weiß ich. Das rieche ich gar nicht raus. Der riecht im ersten Moment nach Männer. Duschgel, sage ich jetzt mal, aber so süß, etwas süßliches Duschgel. Und im Nachhinein hat er noch. Oh, was ist denn das?
Im Nachhinein hat er noch irgendwas, was ich so, ach, wie soll ich das erklären? So süß langzieht. Ihr versteht bestimmt nicht, was ich meine, aber wenn er dran schnuppert, vielleicht versteht er das dann. So, einmal der Poolboy oder der Poolschweinebär. So, dann habe ich mir die. Sie hatte ja zu Ostern so ein. Nein, das war. Ich sage jetzt mal Osterküche oder so gehabt. Und da hatte sie noch ein paar Mails übrig oder nachgegossen. Und da habe ich gesagt, ich möchte gern ein paar haben. Ich habe gesagt, von allem, was du hast, bitte einmal. Da war einmal dieses Tipsy Schockeck Ex dabei. Ein süßes kleines Häschenleinchen. Sieht fast aus wie meine. Fehlen nur ein paar Flecken drauf. Er riecht auf jeden Fall süß. Vanillig, schokoladig. Auf jeden Fall noch was zu essen. Oh, sehr lecker. Erinnert mich an so Vanillecreme, Vanille. Weiße Schokolade, Vanillecreme. Der gefällt mir schon mal. Dann das nächste ist Bunny Tail. Hat ein pinkes Häschenlein. Der riecht auf jeden Fall blumig. Frag mich bitte wieder nicht, welche Blumen. Er riecht auf jeden Fall blumig. Ich weiß nicht, was ist denn das? Orchidee oder so? Keine Ahnung. Da ich selber keine Blumen mag und außer dem Duft von Rosen, den ich kenne, kenne ich keine Blumen. Bitte verzeiht es mir. Aber ihr könnt in der Gruppe nachlesen, da sind ja die Fotos von dem. Da steht ja auch unten drunter, welche Blumen das sind. So, es wird langsam ein bisschen eng hier. Dann Heizeck. Ein lila, nein, fliederfarbenes Schäfelein. Schäfelein, Haselein. Es hat auch was Blumiges hinter. Frag mich aber nicht, welches. Es riecht anders blumig wie das andere. Ich finde es okay. Ist auch jedenfalls ein Duft, den ich glaube ich auch verdichten würde, wenn es halt ein bisschen wärmer ist. Heizeck. Langsam keinen Platz mehr. Ich habe bestimmt irgendwann mal was Falsches rausgeschnuppert, aber das tut mir leid. Jetzt haben wir Lampcake. Jetzt will die Tüte nicht aufgehen. Ein gelbes Haseleinchen. Ja, und eindeutig, also wie sie es beschrieben hat, leckerer Zitronenkuchen. Das sieht man hier an der Seite. Sind ja noch zwei Stück drin. Dann Bunny Treat. Das sieht so aus. Ach, also es gefällt mir. Aber es riecht auf jeden Fall vanillig, cremig. Was hat denn das noch dahinter? Ich rieche das jetzt nicht raus, was das genau ist.
Aber wie gesagt, ihr könnt in der Gruppe gucken, wie das heißt. Es tut mir leid, aber ich rieche da, ich kann das jetzt leider nicht beschreiben. Und das letzte Häschen ist Bonnie Pate. Das sieht so aus. Oh, den Duft kenne ich. Oh, ich weiß nicht mehr. Den habe ich definitiv lange nicht mehr gerochen. Ich würde auch sagen, es geht so in die Foodie-Richtung. Er hat aber auch was Zitronig-Orangiges hinter. Ich kenne den Duft irgendwoher, ich weiß aber nicht mehr woher. Mann, was ist denn heute hier los? Oh. Sorry. So, jetzt haben wir noch ein paar Täfelchens. Ach süß, du hast die alle einzeln eingepackt. Also immer eine Pappe dazwischen gemacht. Die erste ist Serendipity. Und ich liebe Serendipity. Also richtig leckere, süße Kokosnuss mit, ich finde, der riecht so leicht himbeerig, noch fruchtig, auch cremig. Muss auch richtig zeigen. Ich liebe ihn. Der ist toll. Dann Dark Chocolate Brezel und Peanut Butter Cookies. Also richtig leckere dunkle Schokolade mit Erdnusskeksen. Ne, sagen wir erstmal lieber so Erdnusskekse mit leckerer dunkler Schokolade. Ach, lecker. Ich könnte rein. Ich glaube, ich muss noch Schokolade essen heute. Der ist lecker. Also Brezel riecht man leider nicht raus, aber das hat man bei den anderen auch nicht. Ich habe es noch nicht warm getestet, dass ich sagen kann, ob sich der durchsetzt, ob man den gut riecht. Und ich bin erstmal noch bei den Sachen, die ich letztes Jahr bestellt hatte, und der wird noch ein bisschen dauern, bis ich da hinkomme. Dann habe ich Banana Pie Crust. Oh ja, oh, richtig süße, leckere, künstliche Schaumbanane. Ups. Pie Crust rieche ich gar nicht raus, sondern nur diese Banane. Aber ich liebe Banane, deshalb ist mir das egal. Oh, Banane. Wir sagen das im Minions immer nicht. Banane. Dann noch Coconut Milk Lavender. Einer meiner Lieblingsdüfte. Ich bin kein Lavendel-Fan, weil Lavendel, finde ich, immer sticht immer so leicht in der Nase ran. Also, und die kitzelt immer ein bisschen. Aber dieser Duft ist so, also wirklich richtig schöne Kokosnuss-Bodylotion mit einem Hauch Lavendel hinter, und der ist so genial, der ist so toll und so intensiv, der hält stundenlang. Also so eine Tafel, so ein Stück von der Tafel kann man eigentlich den ganzen Tag durchbrennen, es würde immer noch riechen, und ich liebe ihn. Nicht nur ich, viele andere auch. Das letzte Täfelchen ist Sugar Cookie Brezel und Cinnamon Dust. Man riecht, also Brezel, wie gesagt, wieder gar nicht. Ich rieche jetzt nur was keksig Süßes und dann noch Zimt dahinter. So, zwei Stück haben wir noch und dann haben wir es geschafft. Eine Customer Order Ice Cream Scoop Bread mit Haselnuss. Oh, ich habe
mir Wolkmäuse bestellt. Also einmal Wollknäule. Die Frau Maus liebt sie ja und die hat mich langsam so ein bisschen damit angesteckt, weil die wirklich toll aussehen. Oh, dieser Duft, oh geil. Man riecht als erstes so eine süße Haselnuss raus. Im Nachhinein kommt dieses Ice Cream Scoop Red, also diese leckere, cremige Vanilleteig, würde ich jetzt so sagen. Oh, richtig lecker. Und wow. Oh ja, das ist genau meins. Also würde ich definitiv nochmal bestellen. Und jetzt kommen wir zum letzten. Das letzte ist Raspberry Rainbow mit Cotton Candy. Da muss ich mal gucken, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da habe ich Schneeflocken bestellt. Pinke Schneeflöckchen, oder naja, rosa ist es ja eher. Und dieser Duft, oh. Also Himbeere ist es, aber sehr, ich wollte süß sagen, es ist, wie soll ich das denn erklären? Also nicht süß, sondern leicht säurig, aber auch nicht säurig, so säurig süß, wie so in diese Bonbon-Art Richtung, die so leicht säurig sind. Oh, richtig lecker. Und so ein Hauch Zitrone noch drin. Ne? Genial. Also dieser Duft ist auch der Hammer. So, dieser hier. So, das war wieder meine Bestellung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel bestellt habe. Ich dachte, das wird echt wenig. Naja. Okay, Süßen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Kommt darauf an, wann ihr es anguckt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.